Wenn er euch jede Woche eine solche finanzielle Belastung ist, muss euch seine Entfernung viel wert sein. Worin besteht meine Belohnung? Ihr seid sehr offen, aber das hätte man wohl erwarten müssen. Wenn Gold euch so viel bedeuten, sollt ihr es in Hülle und Fülle bekommen. Ich werde euch 2000 Goldmünzen für einen Aufwand bezahlen. Er heißt Sirdemak und ist häufig in einer Taverne namens Elfgesang anzutreffen. Das soll ein ziemlich verruchter Ort sein und es ist wahrscheinlich sogar möglich, die Tat direkt in der Gaststube auszuführen, ohne dass die Wachen gerufen wird. Bitte beeilt euch. Das ist eine ausreichende Belohnung. Zum Beweis, dass ich die Tat ausgeführt habe, werde ich euch seinen Kopf bringen. Ihr werdet einen anderen Mörder dingen müssen. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Das reicht nicht aus. Ihr werdet mehr zahlen müssen, um jemanden für diesen Auftrag zu finden. Nehmen wir das Erste. Ich bin kein blutrünstiges Monstrum. Was soll ich mit einer so grausigen Trophäe wohl anfangen? Lege ich einfach den Auftrag und lasse ihn im Ganzen am Tatort zurück. Mein Auftrag besteht in der Ermordung eines Erpressers namens Hirdemack, der in der Taverne Elfgesang zu finden Worum ist. geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen, wie Ja. ihr wünscht. In der Elfgesang-Taverne waren wir ja schon Wie mal. ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. Das hier war ja jetzt die zu den drei alten Fässern. Edelfrau. Riskiert keine dicke Bitte Lippe, tritt beiseite, ich aber wünsche nicht, mit wisst dem ihr, wer meinem ich Folgen bin? berühmt zu kommen. Ja, und das ist Oberons Haus, nur von dieser Map aus. Genau, hier ist der Burgfried von Baldurs Tor. Oh, waren wir hier schon drin? Nein. Wenn das euer Wunsch ist. Oh. Mit Vergnügen. Ja, kleine, geh brav in das Zimmer da. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, mein, aber natürlich, Schätzchen. Das Haus ist offen. Aber natürlich, Schätzchen. Okay. Mal was Neues. Was euer Wunsch ist. Steinformtrank. Oh. Aber natürlich, Schätzchen. Hast du die dabei? Nein. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Für euch tue Das aber Haus ist jetzt aber natürlich verschlossen. Schätzchen. Ja. Aber aus Versehen das Schlösser öffnen abgebrochen. Fort mit euch, Bettler. Mit Oh. Vergnügen. Worum geht es dies? Wie ihr wünscht. Fort mit euch, Bettler. Ich hätte nicht in das Haus meines Meisters einbrechen sollen. Meister Jardak wird nicht sehr erfreut sein, wenn er hört, dass Diebe die Ordnung in sein Haus gestört haben. Wer zum Teufel seid ihr? Warum tragt ihr so blöde Farben? Sagt eurem Meister Jardak, dass wir sofort mit ihm sprechen wollen. Wir gehen jetzt. Verzeiht, dass wir Dreck hinterlassen, aber ich bin sicher, es wird euch nicht allzu schwer fallen, hinter ihm uns sauber zu machen. Wir wollen eurem Meister sprechen. Jardak empfängt niemanden, erst recht keinen Haufen Raufbolde. Also, damit ich nicht unhöflich wirke, soll ich mich vorstellen. Ich heiße Drellig. Jetzt, da ihr meinen Namen kennt, kann ich mich ohne Schuldgefühle an meine Arbeit machen, den Dreck zu beseitigen, den ihr hinterlassen habt. Dazu gehört zufällig auch ihr. Oh.
Okay, Zauberrollen. Ein Kurzschwert plus 1. Aber natürlich, Schätzchen. Geld und ja? Ein Schild, was keiner braucht. Wie ihr wünscht. Hütet euch besser vor meinem Zorn. Was habt ihr getan? Mein Diener hätte euch nicht heraufgelassen, es sei denn, ihr hättet ihn umgebracht. Ihr armseligen Lammerlappen wisst nicht, was ihr getan habt. Nach dieser Anmaßung werden eure Schreiben bis in alle Ewigkeit durch die Hölle schallen. Hey, einen Moment, mein Herr. Es war euer Diener, der uns angriff. Wir haben uns nur verteidigt. Wenn ihr Helfer einstellt, sucht das nächste Mal einen etwas klügeren aus. Wer seid ihr? Woher habt ihr diese coole Rüstung? Wenigstens habt ihr einen besseren Geschmack in Kleidungsfragen als euer Butler. Nehmen wir das Erste. Ihr versteht nicht, wie ernst die Lage ist. Ihr stinkenden Räuber, zieht eure Schwerter, damit wir bis auf den Tod kämpfen können. Was ist es diesmal? Okay, er haut böse rein. Autsch. Oh Mist. Das habe ich nicht erwartet. Wie kann ich helfen? Oh Menno, jetzt dürfen wir alles nochmal machen. Ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Mikonia, warum lässt du dich auch so einfach rumkloppen? So, oberen Zweisle da unten. Ich fürchte, es kommen finstere Zeiten auf uns zu. Ja, das kennen wir bereits. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Lass uns alleine, ja? Hier ist nichts für dich. Was ist euch der Verstand, wenn ihr ihn nicht benutzt? Seid versichert, Fremde. In eurer Gesellschaft ist es mir noch nicht begegnet. Moment, brauchen wir nichts, danke. Ich hab keinen Bock zu reden. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Bellamy, was war mit Bellamy? Lass dich nicht unterkriegen. Achso, das war der Bard. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Von gerade. Worum? Wie ihr wünscht. So, jetzt hole ich mir hier den Schädel. Was könnte ich zu ihr noch sagen? Hallo? Ich wäre ein bisschen entspannt. Das ist schon richtig. Wer ein oder zwei Gläser genießen möchte, für den sind wir gut ausgestattet. Aber ich heute euch nicht zu übertreiben. Es täte mir leid, wenn unsere kurze Bekanntschaft damit enden müsste, dass ich euch auf die Straße werfe. Hallo? Ja, ihr braucht nur zu fragen. Wie kann ich... Wie ihr wünscht. So. Ach, nicht zu fassen. Ja, das ist eine ausreichende Belohnung. Gut, wir haben die Ermordung. Für den Typen in der Elfgesang-Taverne. Ja, Mann, mit Vergnügen. So, Fahna geht noch mal plündern. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen, wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. Ihr braucht so. Nur zu fragen. Es kommt gleich wieder Ramazid.
guten Abend, mein Freund. Darf ich einen Moment um... Ja, was ist euer Anliegen? Was wird von uns erwartet? Ja, fragen wir mal nach einem besseren. Schön wäre es, wenn magische Gegenstände einfach so auf der Straße rumliegen würden. Dann würde ich sie nämlich verkaufen und euch in Gold bezahlen. Aber so einfach ist es halt nicht. Und ihr müsst folglich mein Angebot so annehmen, wie es ist, und eben gar nicht. Habe ich mich klar ausgedrückt? Na gut, dann her mit dem Angebot. So. Dann lassen wir Safana wieder aber natürlich, Schätzchen, in Häuser einbrechen. Aber natürlich, Schätzchen, wenn das euer Wunsch ist. Ja, wie ihr wünscht. Aber natürlich, Schätzchen. So, einmal hier rumlaufen. Dann die Häuser alle, dieses Mal nicht krepieren. Aber natürlich, Schätzchen. Hey, geht mir aus dem Weg, ihr ewig... Hallo Freund, ich hoffe doch, dass ihr ein Freund seid. Ich fände es nicht gut, wenn Feinde einfach in mein Haus hereinplatzen würden. Ja, sind wir nicht. Wir sind nur der gute Freund, der dich um ein bisschen Reichtum und so leichter macht. Wenn das euer Wunsch ist, aber natürlich... Wie kann ich, wie ihr wünscht? Ja, mein Schatz, aber natürlich, Schätzchen. Meine Eule hat mir ganz... Ich habe nichts Wertvolles hier, bitte belasst bitte mein Haus, so wie ihr es vorgefunden habt. Aber natürlich, Schätzchen. Ich will zu meiner Mami. Ja. Worum? Ich werde mich im Handum... Wie ihr... Gut. Für, wenn das euer Wunsch ist. Ja? Achso, ja, stimmt. Das hier war noch ein normales Haus. Okay, der Junge bewegt aber sich. Aber natürlich, Schätzchen. So. Aber natürlich, Schätzchen. Nö, wenn der Junge da drüben ist, dann bringt das nicht viel. Ja, mein Schatz, aber natürlich, Schätzchen. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay. Alles wegen des lieben Geldes. Den Typ können wir zum Gleich umboxen. Das war das Kurzschwert plus 1. Schriftrolle. Ja? Mal schnell ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hütet euch besser. Ihr braucht vor nur zu fragen. Zorn. Ja, es war der Diener, der uns angriff. Wie kann, wie ihr wünscht. Mit dem ein paar magische Geschosse um die Ohren, vor allem. Nera kann ja viele. So. Giancales? Worum geht es diesmal?